Der richtige Umgang mit der Gori-Auffälltechnik. Gori zeigt Ihnen, wie man aus altem, verwitterten Holz eine schöne Fassade zaubert. Die Untergründe, die in diesem Video genutzt werden, gelten beispielhaft für die Umsetzung an einer Fassade. Arbeitsschritt 1. Das alte, verwitterte Holz wird zunächst mit Gori Universal Holzbleiche bearbeitet. Ganz wichtig, vor dem nächsten Arbeitsschritt legen Sie bitte die persönliche Schutzausrüstung an. Tragen Sie nun die Universal-Holzbleiche mit einer Bürste oder einem Pinsel auf den trockenen Untergrund auf. Arbeitsschritt 2. Das nasse Holz wird mit einem Schleifvlies oder einer Nylonbürste entlang der Holzfasern abgerieben. Zwischendurch reinigen Sie die Bürste oder das Schleifvlies immer wieder mit Wasser. Wenn das Holz gereinigt ist, wird die Oberfläche nochmals gründlich abgewaschen. Danach das Holz trocknen lassen. Arbeitsschritt 3. Der Beschichtungsaufbau beginnt. Das Holz mit Gori im Prägniergrund extra gleichmäßig grundieren, um es für den Außenbereich ideal zu schützen. Im nächsten Schritt wird der imprägnierte Untergrund mit Gori 99 Holzfassadenfarbe in Hellocker gestrichen. Dieser betont die Holzstruktur und schützt vor der Witterung. Die Farbe vor der nächsten Beschichtung gut trocknen lassen. Ein Tipp: Die Gori 99 Holzfassadenfarbe lässt sich auch ideal mit einem Spritzgerät applizieren. Die Auftragsmöglichkeit vereinfacht die Anwendung und verringert die Auftragszeit ungemein. Arbeitsschritt 5. Es folgt die Endbeschichtung mit Gori 88 Kompaktlasur. Hier Farbton Burma Teak. Die Lasur bietet einen exzellenten UV-Schutz und ist tropfgehemmt, was die Arbeit ungemein erleichtert. Hier nochmal die einzelnen Arbeitsschritte im Überblick. Das Endergebnis wird auch Sie überzeugen.